Hallo ihr Lieben, zu einem neuen Part von Lost Sphere. Ich habe die ersten 5 Minuten leider rausschneiden müssen, weil sie fehlerhaft waren. Das passiert leider manchmal. Ich habe nicht so tolles Equipment. Tja, aber es ist nicht wirklich viel passiert. Ich bin da in dem Gebiet in einige Kämpfe gelaufen. Und jetzt geht's weiter. VP-Lader. Und dann eine Waffe für die Kanata, glaube ich. Für die Galdra. Oder für den Kanata, kann auch sein. Was bringen uns diese ganzen Vulkasuits, Sachen, Items, wenn wir überhaupt nicht die Vulkasuits einsetzen können? Es ist blöd. So, Windklinge. Die zwei. Du machst Erdbindung. Die leben noch. Auch auf die zwei. Die leben auch noch. Die machen Explosionen. Das ist gar nicht nett. Schaden? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Nein. Oder schon? Keine Ahnung. Vielleicht waren das 200er Stellen, die sozusagen, die aufeinander geschrieben waren quasi. Oder es waren wirklich 2000 Punkte Schaden. Kein Plan, ich weiß es nicht. Jetzt sind wir nicht geheilt. Ach so, vielleicht hat trotzdem diese Mahlzeit, die ich ihnen vorher gegeben habe, hat sie vielleicht doch gelebt auch. Kann sein. Jetzt schaue ich noch kurz rechts von diesem Gebäude. Vielleicht gibt es da auch noch was zum Einsacken. Nö. Nur ein fetter Stein, den lass ich jetzt lieber sein. So, und ob das Zufall ist, dass ich da einen Erstschlag habe, weiß ich jetzt auch nicht zu 100%. Oder habe ich im letzten Part nicht... ein Artefaktplätzchen aktiviert? Oder im vorletzten Part schon? Da habe ich ja dieses eine Artefaktwissen herausgenommen mit diesem Hilfsangriff. Und habe ich dafür dann was aktiviert, was immer Erstschlag macht? Mir ist jetzt irgendwie so. So, du machst Riss. Ach, und der tötet uns schon wieder. Flinkheit. Und tot. 400 Schaden. 450. Und Sublimierung. Explodieren die immer, wenn man sie tötet? Schockschnitter. Gut. Gehe ich nochmal speichern. So viel Zeit muss sein. Ich bin auch ein Dödel. Warum speichere ich denn nicht meinen Schnellspeicher? Mensch, 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 Judith. So. Augenblick mal. Was ist denn, Lock? Der Boden. Was sollen diese leuchtenden Dinger sein? Warum leuchtet es so? Das ist ein Lebensdetektor. Die Sensoren in den Böden und Türen sind verknüpft.
Sensoren? Na und? Können wir damit die Tür öffnen? Der Mechanismus ist einfach, also. Wir müssen auf die richtige Zahl an Bodensensoren treten. Zwischen diesem und dem der Tür. Treten wir auf den falschen Sensor? Treten wir auf den falschen? Dann was? Was passiert dann? Nichts. Hab dich nur ein wenig aufgezogen. Hehe. Wir kehren einfach um und versuchen es erneut. Sehr witzig. Du erinnerst mich fast an dein altes Selbst. Hä? Es muss also Leben zwischen hier und der Tür spüren. Gut gemacht, Locke. Versuchen wir's. Leben zwischen dir hier und der Tür ist ja Baby. Oh, doch nicht Baby. Kann ich schräg auch gehen? Fail. So. Falsch. Irgendwas habe ich nicht richtig verstanden, glaube ich. Ach so, okay. 2, 4, 6. 6 grün einfärben. Und dann am Ende genau beim Orangen wieder landen, oder? Ja. Ich schätze mal, da wird es noch mehr solche Rätsel geben. Oder auch nicht. Da waren wir ja schon einmal in der Erinnerung vom Chrom. Wollte gerade sagen, da hat es da rundherum nichts gegeben, aber jetzt ist was da. Eine Desaster-Erinnerung. Und eine Kiste. Jiddischer Stock. Für den Obaro als Waffe. Ja, bei mir ist das meistens so, bei so Rollenspielen. Ich habe dann meine Favoritenkämpfer, meine Favoriten als Kämpfer. Und eigentlich spiele ich mit denen dann das Spiel durch. Ist nicht so, dass ich die auswechsel und anpasse für die jeweilige Situation. Sondern ich bleib dann meinen Auserwählten treu. Ja. So, Mondkessel. Da ist er schon, oder? Es leckt ein bisschen. Tut mir leid. So. Da schaue ich rundherum, aber da ist nichts. Dann wird's Zeit, dass wir den Mondkessel aktivieren. Oh oh. Was passiert? Was passiert mit uns? Was passiert mit Chrom? Gar nichts? Ist wirklich nur eine Waffe? Keine Ahnung. Hier. Ja, ich erinnere mich. Hier ist der Einschaltknopf. Chrom hat diesen Mondkessel für seine bösen Zwecke benutzt. Dass wir ihn selbst verwenden, nun, mir ist etwas mulmig dabei. Maschinen haben keinen eigenen Willen. Sie sind weder gut noch böse. Alles hängt von der Absicht des Nutzers ab. Nun, wir werden die Macht des Kessels nutzen, um weitere Tragödien zu vermeiden. Keine Sorge, wir tun das Richtige. Hoffentlich sieht der Mondkessel das auch so. Oha. Nanu? Diese Kraft, was ist das? Lumina. Ah! Was ist das? Kommt das aus dem Mondkessel? Energie strömt hinein. Hey!
gehört das so. Es ist in Ordnung. Nanu? Unsere Vulkosuits. Die Vulkosuits. Unsere Vulkosuits wurden völlig zerstört, aber jetzt reparieren sie sich selbst. Das muss die Macht des Mondes sein. Mondstein, flieg und sieg. Und vielleicht die Macht der Erinnerungen von Kanata. Kleiner Seelemon aus Schwenk. Nein, es ist... Was es da auch ist, jetzt müssen wir kein ganzes Jahr warten. Ja, stimmt. Los, Kanata, wir sollten zurück zum Boden. Zum Boden? Was für ein Boden? Und wieso ist da ein Erinnerungsportal? Ja, du hast recht. Wir sollten zurück nach unten und mit Plana sprechen. Wir sind doch unten, oder? Wir sind doch unten und die Welt ist über uns. Oder wie? Kanata, sieh nur! Nanu, ist das Ding aus dem Mondkessel? Was tut es denn hier? Analyse abgeschlossen. Es handelt sich um eine Art Teleporter. Sein aktueller Zielort ist der Teleportraum in der Hauptstadt. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ergibt Sinn. Dies ist das Ziel des Teleporters in der Hauptstadt. Also muss hier ja einer sein, der in die Hauptstadt zurückführt. Er wurde wohl beim Start des Mondkessels mit reaktiviert. Cool, jetzt müssen wir nicht zurücklaufen. Und los. Ah, okay. Also schnell wieder hinauf zum Zemrot und dann Lagebesprechung, was weiter zu tun ist. Eigentlich geht's schon Richtung Finale, oder? Wenn wir die Waffe jetzt haben, hä? Wo sind die? Wenn der Winger verbessert wird, ist er wahrscheinlich am Startplatz. Wir sollten dorthin gehen. So zum Winger, wir wollen doch zu Plana. Ja, ich denke, langsam finden wir uns wieder zurecht. Sagen nur die zwei was? Ja, anscheinend. Wenn wir jetzt schon Richtung Endgegner düsen, sollte ich vielleicht nochmal in einen Shop gehen. Aber ich denke, bevor sie uns wirklich loslassen auf den Chrom, kommen noch ein paar Zwischensequenzen mit dem Zemrot, also es dürfte noch Möglichkeiten geben. Auch wenn ich jetzt noch weitergehe, dass ich dann trotzdem noch meine Waffen aufbessern kann, meine Spirit Niete aktualisiere und so weiter und so fort. Das mache ich dann wahrscheinlich auch offscreen nach dem Part. Damit ich euch damit nicht langweile. Ich kann euch ja dann im nächsten Part zeigen, falls irgendwer neue Waffen bekommen hat. Zum Startplatz geht's da lang. Darim, 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 darim. Plana ist da, aber der Zemrot nicht. Der Amazu ist immer noch da, verloren. Und da hinten gibt es eine rosane Erinnerung. Wo ist unser Winger? Plana! Prima!
Jetzt fließt reichlich Energie herein. Das wird meine Arbeit deutlich erleichtern. Planer, ich würde auch gern helfen. Darf ich? Hä? Lumina? Ich helfe auch. Ich kann mich nützlich machen. Wenn du Ersatzteile brauchst, kannst du meine benutzen. Das geht nicht. Aber danke, Locke. Nun, ich könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Ich wäre sogar sehr dankbar dafür, um ehrlich zu sein. Also bitte. Kanata? Ich weiß. Planer, pass gut auf die beiden auf. Jetzt nimmst mir du die zwar weg. Verlass dich drauf. Aber euch muss ich warnen. Als Boss kann ich ziemlich streng sein. Ihr müsst Gas geben, um mit mir mitzuhalten. Dann mal an die Arbeit. Aber klar doch. Okay, das geht eh automatisch, oder? Ich kann es immer noch kaum glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass der Lunator in nur ein paar Tagen gebaut werden könnte. Es ist erst 5 Tage her, dass wir die zweite Hälfte des Bauplans beschafft haben. Auch wenn Planer schon Vorarbeit geleistet hatte, ist es immer noch unglaublich. Ich habe direkt neben ihr gearbeitet und sogar ich konnte es nicht fassen. Ich traute meinen Augen kaum. Man hätte meinen können, Planer hätte sich vervielfacht. Ich habe sie nie essen oder schlafen gesehen. Hey, vergiss nicht zu atmen, Lumina. Planers Art färbt wohl auf dich ab. Man hat uns gesagt, dass Planer nicht gern ein Genie genannt wird. Aber das Wort Genie wird dir nicht einmal gerecht. Sie ist viel mehr als nur ein Genie. Es ist, als gehöre sie einer anderen Spezies an. Sie... Sie was? Oh. Sie steht gleich hier. Oh, Planer. Vielleicht ist sie... Es ist alles fertig. Der Lunator ist vollendet. Und ich habe ihn auf Zemrods Luftschiff geladen. Laden lassen. Oh, da kommt er. Hereingefahren. Sämtliche Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde unsere Mission erklären. Kanata, deine Gruppe geht voran und dringt in die schwebende Festung ein, um Chrom aus der Reserve zu locken. Planer bleibt an Bord meines Luftschiffs und wartet vor der Festung. Auf dein Signal wird sie den Lunator abfeuern. Schön, dass wir das Kommando übernehmen, aber wie sollen wir das Signal zum Feuern geben? Oh, das funktioniert so. Hä? Was ist das? Locke, sprichst du mit Planers Stimme? Wie habt ihr das gemacht? Locke spricht mit Planers Stimme? Hä? Locke verfügt über einen Sprachgenerator. Ich bediene ihn von hier aus. Ah, okay. Außerdem wird alles, was er hört, hierher übertragen. Also kann ich alle Informationen mühelos abgleichen. Ein Funkgerät also. Das ist so gruselig. Gab es keinen anderen Weg? Der Lunator ist aufgeladen, also kann ich ihn abfeuern, sobald ich von euch höre. Seid vorsichtig, geratet um Himmels Willen nicht in die Schussbahn. Seid vorsichtig, bessere Ratschläge hast du nicht für uns. Aber mit so viel Feuerkraft haben wir zumindest eine Chance zu gewinnen, oder? Wir haben keine Zeit, noch länger zu warten. Seid ihr aufbruchbereit? Ich bin schon seit langem gewappnet, äußerlich wie im Herzen. Los geht's, Leute. Yes. Lassen mich dir jetzt doch nicht selber steuern. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Oh, Pech. Jeder muss selbst entscheiden, ob er bereit ist, sich in die schwebende Festung zu wagen.
Das erzählst du uns jetzt? Ja, ein bisschen spät. Meine Macht ist stärker als früher. Ich kann es spüren. Ich bin ein anderer als beim letzten Kampf gegen Chrom, aber die Wahrheit ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir gewinnen können. Ich habe jegliches Selbstvertrauen verloren. Kanata. Wenn der Lunator Chroms Kraftfeld nicht durchdringen kann, sind wir alle verloren. Auch wenn wir es durchdringen, gibt es keine Garantie, dass wir Chrom besiegen. Ich habe Angst. Angst davor, nicht zu gewinnen. Ich könnte euch alle verlieren. Meine Güte, endlich jammert ihr mal. Wie meinst du das, Wahn? Du sagst sonst immer, haltet durch, ich kämpfe für euch alle. Oder ich gebe niemals auf. Du solltest all die Verantwortung nicht dir alleine aufbürden. Wobei, es hat uns ja ein ums andere Mal gerettet, also will ich mich nicht beklagen. Aber seit du deine Macht besitzt, wirkst du so ruhelos. Das hat uns allen Sorgen bereitet. Wenn er sich nur öffnen und auch mal jammern würde, dann wüssten wir, wie wir ihm Mut machen können. Das hat Wahn gesagt. Hey! Tja, das ist Kanata. Ja, das ist Kanata. Das letzte Mal, dass ich Kanata jammern hören habe, war, als die älteste Fehler ihm den Kopf wusch, weil er einen Teller zerbrochen hatte. Was zum Lock? Das kannst du doch nicht allen erzählen. Moment. Hey, Lock. Deine Erinnerungen. Lock. Ja, mir sind ein paar Dinge wieder eingefallen, aber bald kommt noch mehr, glaube ich. Lock. Yes. Du hast allen eine Zukunft gegeben, Kanata. Uns und der ganzen Welt. Jetzt sind wir an der Reihe, Kanata, seine Zukunft zurückzugeben. Eine Zukunft, in der wir alle zusammen sein können. Danke, das habe ich gebraucht. Na gut, kein Zögern mehr. Zeit, es mit euer aller Hilfe anzugehen. Zeit, die Welt zurückzuholen. Das klingt schon besser. Nächster Halt, die schwebende Festung Darkavenu. Los geht's, besiegen wir Chrom. Cool. Oh, zwei Luftschiffe? Dann starten wir im nächsten Part, den finalen Abschnitt. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet dann alle wieder ein. Wer mag, kann mir einen Like da lassen. Freue ich mich drüber. So, die einzige Frage ist jetzt, kann ich noch einkaufen gehen? Ja, sehr cool. Na gut. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.